Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Süß, wie die 5-Jährige sich zum Bezahlen am Bäckertresen hochhangelt. So zahle ich immer das letzte Bier. Je mehr du wiegst, desto schwieriger ist es, dich zu kidnappen. Stay safe, eat cake. Frauen sind wie Parkplätze, besetzt oder behindert. Oder man zahlt pro Stunde. Meine Frau wirft mir vor, dass ich die beiden Kinder nicht gleich behandle. Dabei liebe ich Jan und nicht Jan gleichermaßen. Ihr seid vielleicht das Volk, aber ich bin Volker. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal John Rambo zitieren. Wenn sich zwei Menschen küssen, bilden sie einen Tunnel mit zwei Arschlöchern als Enden. Ich nach meinem Tod knalle das Höllentor auf, werke Jacke und Schuhe um die Ecke, setze mich auf Satans Schoß und frage, bin zurück, wie ist das neue WLAN-Passwort? Den besten Rat, den ich euch in Bezug auf Alkohol geben kann, ist der Vorrat. Einfach mal bei einem fremden Beziehungsstatus kommentieren, da wichse ich mir doch lieber ein. Vertrauen ist gut, nackt im Keller anketten ist besser. Weiß einer, was passiert, wenn Mama bis 3 gezählt hat? Kennt ihr die Kinder, die früher immer bei Leuten geklingelt haben und dann weggerannt sind? Ich glaube, die arbeiten heute alle bei DHL. Liebes DHL-Team, mein Paket ist angekommen. Eine Antwort auf meine 37 Mails betreff sterbt ihr Wichser ist nicht mehr nötig. Stehe im Saturn und warte auf Technik. Bisher habe ich aber nur Blu-Ray, Spielekons Ole und Heizdeck-Ken gesehen. Alle nicht zuständig. Hab meiner Freundin den Rollstuhl geklaut. Natürlich war sie stinksauer, aber ratet mal, wer gleich wieder angekrochen kommt. Fahre im Bus. Gegenüber schminkt sich eine Frau die Lippen. Der Bus bremst plötzlich und nun sitze ich gegenüber vom Joker. Ich habe bei ihm ein richtig gutes Gefühl. Chantal, 17, fand die Liebe ihres Lebens. Zum dritten Mal diesen Monat. Ich würde meinem zukünftigen Ehemann gerne sagen, dass er gerade die besten 3 Jahre meiner Brüste verpasst. Witze über die Titanic? Wie tief muss man sinken? Ich will nicht sagen, dass ich als Kind besonders verfressen war, aber meine Mutter musste mir abends immer aus dem Kochbuch vorlesen. Wenn ein Junge Nein zu dir sagt, hilft Chloroform. Er bekommt danach zwar keinen Steifen, aber das Machtgefühl fühlt sich einfach gut an. Habe mich gerade gewogen. Bin zu klein. Immer diese Schockmomente, wenn man im Bus sitzt und sein Handy nicht mehr in seiner Hosentasche fühlt und einem dann anfällt, dass man ja nackt ist. Wie nennt man einen Kellner, der nicht an den Tisch kommt? Fernbedienung. Was hast du gerade an? Den Fernseher. Flirten? Kann ich. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.